Wieso wird der Kompost überschätzt, wenn er das Gold des Gärtners ist? Schöne, krümelige, nährstoffreiche und nach Wald riechende Erde. Also es riecht ein bisschen wie Erde. Einfach ein Schönhaufen in einer Ecke des Gartens mit unterschiedlichem organischem Material, um halt ein gutes Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis zu haben. Als Ergebnis davon bekommen wir eine gute Erde und da fokussieren sich ja die meisten drauf, wenn der Prozess abgeschlossen ist, dass man dann mit dieser guten Erde seine Beete ein bisschen aufbessert, weil da halt dann die ganzen Nährstoffe mit drin sind und die Pflanzen auch besser wachsen. Im Buch von Herwig Pommeresche, Humusphäre, beschreibt er das Wertvolle des Komposts, den Prozess dahinter. So, die vielen Bakterien, Pilze und Kleinstlebewesen, die für den Verrottungsprozess zuständig sind, fördern auch unter anderem die Pflanze bei ihrem Wachstum. Die Pilze und Bakterien gehen eine Symbiose mit der Pflanze ein, die Bakterien den Kohlenstoff, den Zucker von der Pflanze von der Photosynthese bekommt, während die Pflanze dann die Nährstoffe von den Bakterien zur Verfügung gestellt bekommen. Nährstoffe, die jetzt gerade die Pflanze benötigt für ein kräftiges Wachstum. Zusätzlich wird die Kommunikation zwischen den Pflanzen unter anderem durch das Pilzmyzelgeflecht unterstützt. Ist wie das Internet oder die Autobahn des Waldes. Der Bewuchs, die Kleinstlebewesen und die Mikroorganismen sorgen dann mit zusätzlich der Umsetzung des organischen Materials, wie zum Beispiel der Grasschnitt, Pflanzenkohle, Holzhäcksel, Laub und Küchenreste, für eine gute Kohlenstoffstruktur. Diese krümelige Struktur, die wir im Garten haben wollen, die wir auch gerne als Humus bezeichnen, der nicht ausschwemmungsgefährdet sowie geruchslos ist und die Pflanzen nicht durch eine Überdüngung schaden kann. Wollen wir einen Langzeitkompost ansetzen und ihn komplett verrotten lassen, da ist es auch hier sehr wichtig, diesen mit einem Bewuchs zu bereichern. Das mache ich bei mir unter anderem im Kompost und das ist eine der besten Kulturen, die man bei sich auf den Kompost setzen kann. Die Kürbispflanzen sind stets vital, kräftig und wachsen sehr gut. Das einzige Problem dabei ist halt, wenn wir den Langzeitkompost dann ernten, zum Beispiel eine Anzuchterde dann rausziehen möchten oder das in unsere Beete verteilen, weil wir dann dadurch diese krümelige Kohlenstoffstruktur dann auch kaputt machen. Sofern wir den Kompost richtig angesetzt haben, dass sich diese Struktur überhaupt bilden kann, da hilft zum Beispiel die Heißrotte. Die beste Lösung auf Platz Nummer 1 ist für mich das Hügelbeet und danach kommt das Hochbeet. Einmal richtig schön aufschichten, damit man hier eine Langzeit-Nährstoffversorgung durch das organische Material hat und das dann einfach regelmäßig bepflanzen, auch versuchen im Winter einen Bewuchs, damit die Pflanzen hier ihre Wurzelausscheidungen in den Boden mit abgeben können. Zumal das Hügelbeet viele verschiedene Vorteile hat, unter anderem, dass du deine Anbaufläche vergrößerst und auch unterschiedliche Klimazonen auf diesem Hügelbeet hast, wo du verschiedene Pflanzen in Mischkultur gut ansetzen kannst. Ein Video dazu habe ich auch schon gemacht, genauso wie ein Blogbeitrag, beides unten verlinkt. Sonst bin ich ein sehr großer Befürworter von der Art der Flächenkompostierung bzw. vom Mulchen, dass ich einfach gleich das organische Material, was anfällt, direkt vor Ort zu den Pflanzen bringe. Da natürlich auch darauf achten, welches organische Material ich gerade zur Verfügung habe, damit es auch nicht zu einseitig ist, dass es gut durchgemischt ist und auch zum Beispiel beim Mist etwas aufpassen, dass das halt nicht zu frisch zu den Pflanzen kommt, weil das halt auch dafür sorgt, dass da die Wurzeln verbrennen könnten. Also beim Mist gehe ich dann meistens immer davor, dass er halt gut abgelagert ist, dass ich dann diese gefahrlos zu den Pflanzen geben kann oder ich setze dann einen extra Kompost dafür an. Kann man auch sehr gut als Heißrotte nutzen, zum Beispiel Hühnermist und Walnusslaub. Synergiert dann ziemlich gut im Winter. Es ist sehr wichtig, das Mikrobiom zu füttern, denn die füttern auch unsere Pflanzen. Von daher das ganze organische Material, auch Teile meiner Küchenreste, direkt zu den Pflanzen geben. Und da ist auch ein sehr interessanter Vorteil, da die Schnecken ein bisschen ablenkt, auch wenn dann manche sagen, man wird die Schnecken dadurch füttern. Man kann ja dann auch sehr gut absammeln, weil man, wenn man die Küchenreste irgendwo hinwirft, dass halt dann die nicht sofort an die Pflanzen gehen, sondern halt ihre Bestimmung nachgehen. Fauliges oder auch loses organisches Material umzusetzen, zu verkompostieren und dann auch gute Erde herzustellen und einfach das als Ablenkung nutzen und dann die Pflanzen dadurch mehr Zeit zu geben, dass sie weniger gefressen werden, dir mehr Zeit verschaffen, dass du sie vielleicht auch noch schneller absammeln kannst. Sowohl zur Schneckenthematik als auch zum Mulchen habe ich auch Videos gemacht, werden auch unten verlinkt. Zusammengefasst, das Goldstück ist nicht der fertige Kompost,
sondern der Prozess des Komposts, damit wir hier eine schöne, fruchtbare, strukturierte Humuserde bekommen. Es geht um das Füttern des Bodenlebens und dem Pflanzenbewuchs, der auch im Winter sehr wichtig ist. So erschaffen wir Schritt für Schritt richtig gute, fruchtbare Erde, in dem unsere Pflanzen auch kräftig werden, weniger anfällig für Schädlinge und Krankheiten sind und wir einfach viel weniger Probleme haben und meiner Ansicht nach gesündere Pflanzen mit schmackhafteren Früchten bekommen. Tastes like cigarette butts.